So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Together World of Warcraft. Neue Aufnahme, neues Glück. Und ja, heute sind wir mal nur zu dritt. Nadine und Crow. Ja, ich weiß nicht, ob sie Zeit gehabt hätten. Ich habe sie auf jeden Fall nicht gefragt. Auf jeden Fall, wir sind heute nur zu dritt. You don't give a fuck, I don't give a fuck. Ja. Und wir haben gesagt, wir machen heute so lang Innis, bis entweder der Chrissy keinen Bock mehr hat, er zum Raid muss oder wir Level 85 sind. Und dank wahrscheinlich eines von den letzteren beiden. Ich hoffe mal, dass es 85 ist. Und das wäre schon cool, wenn wir in der Aufnahme gleich die ganzen Kataklysm-Sachen hinter uns lassen könnten. Dann wären wir schon bei Mists of Pandaria und wir wären unserem großen Ziel wieder einen guten Schritt näher. Boah, wisst ihr, was so lustig wäre? Wenn ihr kennt doch in Dalaran diese Barriere zur Horde Seite, ne? Ja. So dass man rausgeschmissen wird. Das wäre lustig, wenn man als Worgen jedes Mal aus der Taverne rausgeschmissen wird in Wolfsform. So, wir müssen draußen bleiben. Boah. Also Schwarzfelshöhlen. Und der Trotteljäger hat Aspekt des Geparden an. Yay! Ich liebe es, bestand zu werden. Okay. Buff mal noch Werte, bitte. Ja. Oh Mist, ich habe ja meine Tastatur, meine Tasten umgestellt. Ach. Ich wollte gar nicht in Chaos Beats casten, egal. Schattenbrand kritet so übel Sky. Boss Jogal wird sein ganz sauer darüber. Der geht vorher down. Meine neue Tastenlegung ist wirklich frisch. Dann lassen wir den Ross mal wieder quetschen. Ross quetscht! Ups, der lässt sich nicht wegführen. Scheiße! Ja, Russ hat die schon gespottet, oder? Bin eingefroren. Du bist eingefroren? Ja, festgefroren. Achso, kommt das denn her? Ich hab nichts damit zu tun, bitte gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ich habe übrigens festgestellt, dass das Intelligenz-Schmuckstück leicht besser ist. Da ist die Heilung eher mehr erhöht als das Vielseitigkeits-Schmuckstück. So. Schau mal, schafft's der Hunter sein Pet wegzustecken? Der Hunter hat immer noch Aspekt des Gepartners. Was erwartest du? Und er ist unten und das Pet pullt. Nö, es ist verschwunden. Ne, das Pet rennt da hinten rum und hat's irgendwas gepullt. Ja. Na gut. Soll immer mal nicht so sein.
Boah, Hexer macht richtig Damage auf dem Level. Ja, jetzt wo du deine Meisterschaft hast, macht einer von euch die linke Seite, dann mache ich rechts. Wobei, den holen wir mal vorher noch lieber, bevor den noch irgendjemand dazu addet. Die Spielchen hatte ich alle schon. Oh Gott. Haben die so einen Überkopf-Smash, der dir eben mal 50% mit dem Zauber bekommt? Ja, ja, machen die. Ein Zauberstab. Braucht nur keiner. Ja. Oh, fuck. Ich hab dich. Hab eh schon großen Tank City gezogen. Also, nicht nur einen, das waren zwei. Ja, kein Vertrauen in den Heilern, du hast. Ja, wenn ich so bei 2% Leben dastehe, dann zieh ich auch mal unermüdlich. Das war nicht 2% Leben. Kurzzeitig schon. Ah, die heilende Berührung dauert zu lange zum Durchcasten. Dafür heilt sie Mana effizient. Ja, und mehr, wenn sie crittet. Na, oh, Ras quetscht. Ras quetscht. Was ist das für ein Typ eigentlich? Ich weiß selbst. Warum hilft er uns? Das ist irgend so ein komisches Viech von Finkel-Einhorn. Frag mich nicht. Alles, was Finkel-Einhorn zu tun hat, so... irgendwas wieder damit schon angestellt haben. Es ist Finkel-Einhorn. Das war jetzt nicht ganz so gut. Warum grabe ich Aggro? Wo ist meine... Stärkeumhang. So, oh, eine Quest. Eigentlich nicht, aber gut. Hey, 9k, Crit. Ich finde. Ach so, Moment. Bildwuchs ist wirklich praktisch. Ich hab den Debuff drauf. Ja. Du hast es geschafft, die zu pullen. Warum pullt man denn nicht allgemein die Sachen? Die Weil brauchen eh noch XP. An denen kommt man normal immer vorbei. Ja, wir brauchen eh noch XP. Mir sagst du immer, ich empfinde Ausreden. Die. Das ist keine 0,5% Ausrede. Und wir werden ganz zerlegt. Mach mal einen Battle Rest auf unseren Heiler. Oh,
gerade keine Zeit hinzu. Warum ist mein. Ach, da ist da mein Battle Pass. Ich hab gerade die falsche Taste für den Battle Pass gedrückt. War da ein Boss bei? Nö. Ja, okay, dann lass ihn random drop. Aber ich mag das nicht immer, dieses, weil man 2 Sekunden sparen kann. Oder 10. Ich hab gepult. Diesmal bin ich nicht dran schuld. Das ist schon mal gut. Positive daran. Die ganze Zeit mit dem Aspekt des Geparden. Oh, ne, warte, ich hab hier eine Quest. Eine Quest mit Ringen als Belohnung? Ja. Jäger kommt mit den dauernden Schaden. Und was ist es denn, Ring? Oh, nice. Ein Upgrade? Ja. Nee, eigentlich. Für die Vizekratze. Nee, da ist Tempo drauf und keine Willenskraft. Also leider kein Update für mich. Brauchst Aber du schon das hat so sich ja Wille? Auch bald. Hä? Brauchst du schon so viel Wille oder wie schaut's mit deinem Mana aus? Ich hab halbe Mana jetzt. Wille ist immer besser. Da kann ich nämlich auch ab und zu mal einfach der schnellen Heilung durcheilen. So wie jetzt. Mann, warum kriegt der Jäger dauernd Schaden? Weil er pullt. Und ich nicht immer instant von allem Aggro ziehen kann, wenn er die so schön verteilt. Los, Rats, zerquetsch sie! Oh, da hat er sein Chaos durchgekriegt. Oh. Irgendjemand hat sich jetzt mit Spucken gepullt. Ich mach mal den Wildwuchs schon mal. Ein Inch. Bereit zur Abgabe. Was ist denn bereit zur Abgabe? Ach, da ist er ja. Das ist Finkel Einhorn. Hatte der nicht mal so eine komische Maske aus? Hatte er. Hm? Weil der hat keine auf. Also jetzt hat er keine auf. Oh, Tasche. Endlich Armschienen! Tempo oder 11 Tempo oder 12 Meisterschaft? Ich nehme mehr Tempo. Endlich Armschienen! Und